Schönen guten Mittag, Leute. Ich bin Willem Sonnema. Ich bin Richter beim KFPS seit 2006. Wir wollen heute ein Klinik geben, über wie wir als Richter gegen das Friedensfeld angucken. Wie wir das richten, das Rassentyp, der Bewegung, der Bau. Alles wollen wir heute mal sehen lassen. Wir haben natürlich früher, war das Friedenspferd ein Landbaupferd. Wo? Das war schwer, gottbeinig. Und ja, wir wollen das eigentlich jetzt lieber ein sportliches Pferd haben. Hochbeinig, leichter, dass das für den Sport gut besser geeignet ist. Da haben wir ein Zuchtziel haben wir gemacht. Und nach das Zuchtziel wird das Friedenspferd auch beurteilt. Wir fangen an mit der ersten Beurteilung des Friesenpferdes. Hier mal gucken. Programm beurteilen. Reihenfolge der Beurteilung. Ras, typische Merkmale. Der Bau wird mitgenommen. Beinwerk ist auch sehr wichtig. Bewegung, Prämien und Prädikate. En het lineair scoren index. Bewegung, sagen wir, is zo normaal 60% en Bau wird eigenlijk 40%. Wenn er vragen gibt, einfach vragen, is geen probleem. Reihenfolge der Beurteilung. Wenn ein Pferd in die Piste komt, in die Ring komt, dan sehen wir schon, is dat Pferd gesund? Oder hoest es, oder ist er kein Glanz auf der Haare, auf der Facht? Ist wichtig, wo? Und das Charakter, ist das Pferd auch zu beurteilen? Ist das Pferd ruhig? Weil ein Friesenpferd ist auch bekannt um sein Charakter, wo? Ist ruhig. Fast jedes Mensch kann ein Friesenpferd, sollte eigentlich ein Friesenpferd gebrauchen müssen können. Rassenausdruck, Rassentyp. Bau, Vorderhand, Mittelstück, Hinterhand, komme ich gleich noch auf, einmal auf. Das sind drei Stücke, das wird auch gesehen wie ein Drittel vorne, ein Drittel Mitte, ein Drittel hinten, komme gleich noch. Die Beine, die Stellung von den Beinen, sind die Beine gerade. Die Qualität von den Beinen ist auch sehr wichtig natürlich. Und da steht das schon, Bewegung in 60%. Und das Pferd wird dann bewertet, das steht dann so ungefähr 5 bis 7 Meter weit von uns, mit dem Mähne an die andere Kant, weil dann können wir die Halsform schön sehen, wo? Die Bemuskelung und ob der vertikal oder horizontal gebaut ist, ist wichtig. Und dann wird auch die Bau wird mitgenommen, Vorderhand, Mittelstück, Hinterhand. Ist der Kruppe schräg oder ist der Kruppe flach? In der Rücken ist der weich oder sterk genug? Die Beine, dann gehen wir natürlich um das Pferd herum und dann gucken wir nach die Beine, ob der in der Sprunggelenk auch zu viel feucht ist oder ob der anders etwas an die Beine hat, was nicht gut ist. Und dann kommt dann nachher kommt die Bewegung, erster Schritt und dann der Trab. Rastypische Merkmale. Kopf. Der Kopf van een Friesenpferd is klein. Komen we gleich ook nog dran. We fangen an met de Kopf. En dan, eigenlijk maken we, wenn een Pferd vor ons steht, maken we een Foto van dat Pferd. We maken een Foto, een Bild, dat steht in onze Kopf. Weil, wenn de Pferde nachher in die Gruppe zurückkommen, dan weist man schon. Oh, das war das Pferd, der nach vorne gebaut ist. Oder das war das Pferd, was braun ist. Oder das war das Pferd mit der sabelbeinigen Beine. Das weiß man dann noch. Dann ist das ist einfacher für dieselbe. Wir fangen an mit dem Kopf. Kopf-Halsverbindung ist wichtig. Das Knick, Richtung von der Hals, Länge von der Hals wird auch mitgenommen im Bau, aber nur einmal. Oder du nimmst es mit in der Rasch. Für die
Bewertung für, ja, für die Rasse oder für den Bau, aber nicht zweimal. En de vorm van de hout staat ook schon daar. Behang. Menen had veel behang, zwart behang. En dikke, lange zwijf. Vesselbehang is ook wichtig natuurlijk. Er zijn veel Leute die zeggen, ja, de vriend krijgt immer weniger behang. Weniger menen, weniger vesselbehang, aber dat is niet. En de farbe is natuurlijk wichtig. De kop. De kop sollte klein und ausdrukkungsvoll sein, mit einem nobelen Kopf, ein nobles Auge drin, große, klare Augen, weiß auseinanderstehen, aber ein großes Auge ist wichtig. Ein kleines Auge, das gehört nicht bei das Friesestyp. Ein leicht hohles Nasenbein, das kommt immer noch ein bisschen von den Arabieren, das hat er früher da eingezüchtet. Da sieht man immer noch an den Kopf, dass da ein bisschen, die Nase ist ein bisschen hohl. Leichte genassen, die Raum für den Kehlgang lassen, das ist wichtig, für das, wenn man ein Pferd gebraucht, bevor, zum Beispiel vom Reiten, dann ist das wichtig, dass das Pferd abbiegen kann. Und wenn ein Pferd, wenn da kein Raum ist, wenn der Schwere genassen hat und kein Raum in den Kehlgang, dann kriegt man das Pferd nicht an die Zügel, sagen wir. Das Pferd kann auch nicht biegen. Kleine Ohren. Auch ein Rassenmerkmal, kleine Ohren, die Spitzen, das weiß eigentlich jeder, der Frieden gesehen hat, der komische Ohren mit den Spitzen nach und dazu. Da sieht man einen edlen Kopf, man sieht auch, ich habe jetzt das Ding vergessen, man sieht die Augen stehen weiß auseinander und ein schönes großes Auge, schwarz, dunkles großes Auge. Kleine Ohren, was ich eben gesagt habe, mit der Punkten nacheinander. Das ist, was wir lieber nicht sehen. Ein Friesenpferd mit einem langen Kopf ist auch gerade und das Auge ist, die Auge ist klein. Und wenig geformte Genassen. Das ist ein typisches Vorbild von einem Ramskopf. Der ist rund, sieht man manchmal. Kleine Augen und ein groberer Kopf. Wir sagen, ein Fries hat einen edler Kopf. Wo? Das ist nicht ein edler Kopf dann. Genick. Das Genick sollte lang sein. Eigentlich sagen wir hinter die Ohren ein Handbreit. Das ist das Genick. Und dann fängt die Hals an. Kopf-Hals-Verbindung leicht mit Genassenfreiheit, was ich eben sagte, für das Reiten. Auch für die Kutsche ist das wichtig, dass das Pferd abbiegen kann. Das Pferd muss seinen Kopf hinterher laufen. Und wenn das zu kurz und zu stramm ist, dann geht das nicht. Kurzes Genick. Da sieht man ein kurzes Genick. Sieht man den Hals, ist auch schon ein bisschen, sieht man den Hals und dann sofort steht der Kopf da dran. Der hat kein Genick, der hat nicht hinter die Ohren, nicht ein Handbreit, dass das ein bisschen flach ist. Der Hals, der erwünscht ist, der ist lang. Front, Aufrichtung, beinahe vertikal, weil ein Friesenpferd ist ein, das stolze Pferd, was es gibt, wo? Stolz, und dann ist Aufrichtung ist wichtig. Leicht nach oben gebogen, der Hals, nicht zu viel, aber das sollte eine schöne Rundung da drin sein. Na, der Widerrist. Guter bemuskelter Oberhals, hoch aus der Brust kommend. Schöne, vertikale, gut geformte Hals. Das ist vertikal. Der kommt auch nicht tief auf der Brust, aber der steht schon schön vertikal auf der Brust. Und der andere, der rechte, der, da sieht man richtig, das Pferd ist nach vorne gebracht. Das ist nicht friestypisch. Oh. Das ist ein Beispiel von einem Pferd mit einem ganz kurzen Hals.
kein Neck und sehr kurz. Der Rechter, das ist ein Beispiel von einem Pferd, er hat einen kurzen Neck, hat auch kurzen Hals, kein Neck und er hat ein bisschen Unterhalt, das wollen wir auch nicht, dass der Unterhalt hängt. Und da sieht man doch manchmal auch mit Pferden, da sieht man auch wenn da ein Zuchtschau ist, dass der Vorbringer, der Händler, das Pferd versucht, den Hals so vertikal drauf zu drücken, dann fängt das Pferd an den Kopf nach hinten und dann kriegt er auch Unterhalt. Da müssen wir ein bisschen durch hingucken. Das ist nicht normal, das ist nicht die normale Aufstellung von der Fries, aber wir sehen das schon. Wenn er von Geburt auf Unterhalt hat, das sieht man dann. Hirschhals, das ist natürlich nicht, was wir sehen wollen. Das ist eigentlich umgekehrt. Was wir eben sagen, ein Foto mit einem schönen gebogen Hals, rund, ja, ist der rechte genau andersom. Zwanenhals wollen wir auch nicht sehen, das ist zu viel. Der kommt höher, ein Zwanenhals, dann kommt eigentlich der Hals höher dan de Ohren. Wollen wir auch nicht sehen. Instabile Manenkam, C-Linien. Sind immer noch de Hengsten, de jonge Hengsten, das wird richtig gut mitgenommen, wenn ein junger Hengst angekeurt wird, wie heute hier. Und der hat schon ein bisschen ein C-Linien, der wackelt schon ein bisschen der Hals, der kommt nicht durch. Weil der vererbt das. Und Hengsten bringen sehr viel Fohlen. Wenn ein Stuter das ein bisschen hat, der kriegt vielleicht, da hier sitzt ein Herr, der hat 18 Fohlen bei einem Stuter. Das ist dann eigentlich maximal 18 dann. Wenn der 18 vererbt und er vererbt mit ein bisschen C-Linien, okay, dann ist das. Aber auch Stuten werden bewertet, wenn die ein C-Linien haben, kriegen sie einen Punkt Aufzug. Das heißt dann S-Linien, dann die rechte Seite, zum Beispiel die rechte Seite fällt nach rechts und ein Stück fällt dann nach links. Da hast du eine richtige S-Linie da drin. Das wird noch schwerer bewertet. Und dann gibt es noch den kippende Manenkamm. Dann fällt er richtig. Da sind auch Leute, die sagen, ja, mein Stut oder mein Hengst hat so viel Mähne, dann der Manenkamm kippt dadurch. Aber das ist kein Thema. Das vererbt auch. Behang. Mähne, Schweif, Fesselbehang, dick und lang, was ich eben vorher gesagt habe, ist wichtig. De Farbe, ja, Farbe natürlich. Friesenpferd sollte tief zwart sein. Wo? Aber im Sommer, das weiß jeder, gibt es manchmal auch, dass der Sonne so viel Einfluss hat, dass ein Pferd ein bisschen braun wird. Das kann auch mit einem Decker kriegst das nicht gut. Das passiert. Aber wir gucken dann immer, wenn wir ein Pferd in der Ring haben und er ist etwas braun, dann gucken wir immer nach die Mähne. Meistens sind die Mähne schwarz, die bleiben schwarz. Aber wenn dann das untere Teil von die Mähne auch braun ist, dann sagen wir, dann ist der Stute oder der Hengst ist faal schwarz, ist nicht tief schwarz. Aber wenn ein Stute oder ein Hengst ein bisschen braun ist, aber die Mähne und die Schweif sind tief schwarz, dann ist das gemittelt. Das war das Frage. Ich habe jetzt schon ganz oft bei vielen Fohlen gesehen, dass die auch so diesen braunen Schleier in der Mähne haben. Oder auf dem einen Foto haben sie es auch gezeigt. Ja. Das vergeht mit der Zeit auch oder ist das auch so ein Zeichen für... Nein. Meistens, ich sage immer, wenn du einen Fohlen hast und die ist mausgrau, der wird später tief schwarz. Meistens werden die tief schwarz. Wenn die mausgrau sind, die werden meistens tief schwarz. Aber
Fast jeder Fohlen ist braun. Wenn er 2, 3, 4 Monate ist, dann hat er immer noch das jugendliche Haar. Das geht dann raus. Und dann sieht man manchmal, wenn er dann so gegen den Herbst, dann gehen die alten Haaren gehen raus, fallen raus. Und da sieht man so einen Flecken, wo das schon schwarz wird. So beim Fohlen wollen wir nicht nach der Farbe gucken. Das macht nichts. Wenn die Farbe braun ist, das ändert sich noch. Abzeichen. Erlaubtes Abzeichen ist ein Stern mit maximal 30 mm Durchmesser. Wir haben immer als Richter immer ein, ich muss mal gucken, hier habe ich ihn dann immer, ein Münd dabei, das ist genau 3 cm. Für wenige Jahre her war das 3,2 mm, aber haben sie zurückgebracht nach 13 cm. Wenn er ein Stern oder ein weißer Fleck nur oben der Auge und kleiner dann 3 cm, ist das kein Problem. Ist der größer, nicht aufgenommen. Kein Prämien, nicht aufgenommen. Weiß an der Hufsohle ist auch erlaubt, ein bisschen weiß in die Hufsohle, nicht an, richtig in, nicht die Haare rundum, das nicht, aber in den Huf. Weiß am Geschlechtsapparat nur bei Hengsten, weil wir wissen, dass bei Hengsten das nicht vererbt. Wenn ein Hengst ein bisschen weiß an das Geschlechtsapparat hat, das vererbt nicht. Aber bei Stuten gibt es auch wenige Stuten, die haben auch weiß an der Vulva. Und das ist noch kein Untersuch da gewesen, wissen wir nicht. Aber das ist nicht genehmigt. Weiße Abzeichen in Gefolge von Verletzungen. Dann soll man ein Tierarztattest dabei haben. Und das sollte dann ein Original sein, ein historisch Dokument. So, wenn man mit einem Pferd von 3, 4 Jahren auf die Körung kommt und er hat weiße Haare an den Füßen, was vielleicht kann mit Stecheldraht oder sowas. Und man hat ein Tierarztattest dabei und das ist 2 Wochen davor geschrieben auf Daten, ist nicht gültig. Wenn das passiert dann als Fohlen oder Einjährige oder sowas, dann sollte das auf der Daten, dann ist das kein Problem. Dann sagen wir, okay, das kann passieren. Das Pferd kann ein, ich habe zu Hause, bei meinen Pferden habe ich auch ein Seil rund um mein Wiesen. Das passiert dann manchmal, dass das Pferd da vielleicht da drin kommt und der verletzt sich und da kommen da die weißen Haare. Weiße Haare, das ist nicht erlaubt. Weiße Haare oder weiße Haare am Fessel oder weiße Haare auf die Nase, das ist sowieso größer als 3 cm, das sieht man sofort. Das ist stechelhaarig, nennen wir das, ist nicht erlaubt. Man darf auch nicht färben, auch keine schwarze Farbe gebrauchen oder wegputzen. Ja, da steht schon Stichelhaarigkeit. Wird nicht bewertet, oder wird sogar bewertet, aber wird nicht aufgenommen im Stammbuch. Man kann das Pferd bewerten lassen, wenn man weiß, was für Noten kriege ich auf der Schritt oder Trab, aber wird nicht in das Stammbuch eingetragen. Und die Rechter, das sieht man so, das ist zu groß. Das ist größer dann die 3 cm. Dann Bau. De Bau van das Friesenpferd. Oh, natuurlijk Bau. Allgemeines Erscheinungsbild. Das ist, wenn man das Pferd vor sich sieht, da sieht man die Rumpfrichtung schon. Ein Durchschnitt Friese ist immer ein bisschen niedrig gebaut. Immer ein bisschen niedrig. Langes Vorbein und lange Unterarm. Da kommt noch ein Foto von der Unterarm, das kann ich da anzeigen. Der Schulter ist wichtig, lang und schräg. Der Widerrist ist wichtig, dass das schön von die Hals in die Rücken, dass das geschmeidig verläuft. Ja. Der Rücken sollte stark sein.
Nicht zu gerade natürlich, da muss ein bisschen Gummi da rein bleiben. Der Lendenen ist wichtig, weil der Lendenen, die sorgen für die Kraft von der Hintenhand durch die Rücken nach der Vorhand. Die Lendenen sind sehr wichtig. Da kriegt das Pferd richtig der Kraft von hinten nach vorne von. Und der Kruppe, der Bau von der Kruppe ist wichtig. Allgemein, Verhältnis Vorhand, Mittelstück, Hinterhand habe ich vorher auch gesagt, es ist 1:1:1. 60, das Körpergewicht steht auf der Vorderhand. Das ist das Pferd, der Punkt von das Pferd. 40% ist an der Hinterhand natürlich. Früher hat man das Vierkantformat, das Bauernpferd, Vierkant, stark und kräftig. Jetzt wollen wir das Sportliche, das ist mehr rechteckig, hoch und lang. Dass der biegen kann, durch die Rücken biegen kann, wichtig. Lange Linien, hochbeinig, gleich gebaut, im Verhältnis gebaut. Ze sagen auch manchmal, ja, das Friedenpferd wird das nicht zu groß. Ist eine Diskussion, vielleicht wird das zu groß mit den Jahren, weiß ich nicht. Aber wenn alles im Verhältnis ist, ist eigentlich kein Problem. Leicht gebaut, das hat auch zu machen mit der Bewegung natürlich, dass das Pferd nicht schwer ist, aber ganz leicht gebaut, kann auch einfach bewegen. Jugendliches Aussehen ist auch wichtig. Verhältnis, das ist ein Bild von der Verhältnis. Zo ongeveer de kruppe bis aan das heupbein. En dan das middenstuk bis aan de wiederrecht zo'n beetje. En dan das vorderstuk. Dat sollte eigenlijk drie gleich grote, of dat zo groot is of zo groot. Wenn het in verhältnis is, is dat wichtig. Dat is das Viereckformat. Dat is eigenlijk das barokke type. Er zijn veel Leute, die lieben dat. Immer noch, kann, aber für das Ziel, wo wir das Friedenspferd eigentlich jetzt gebrauchen, wo die Menschen nach fragen, die Menschen fragen nach ein Friedenspferd mit einem guten Charakter und geeignet für den Sport, dann sollte man doch das Rechteckformat haben müssen. Der Lenker ist kort in die Rücken, da sieht man, der ist sehr kort in die Rücken. Und dann biegt das biegt auch nicht dann. Ein modernes Pferd mit langen Linien, langen Hals, schöne lange Rücken, lange Kruppe, lange Beine. Das ist das klassische, schwere, kurzbeinige Type. Das ist das richtige Type, das man früher gebraucht hat, für die Wagen zu ziehen. Man sieht auch, dass das Pferd, der ist sehr niedrig gebaut. Das kann man schön sehen, da hinten an der Dachrinnen, oder dass der Kruppe viel höher steht als die Widerrist. Und es kurz in die Rücken und kurzbeinig. Rumpfrichtung. Horizontal oder, was ich gesagt habe, fast horizontal. Wenn man ein horizontale Vrie sieht, dan wordt dat bewertet op dat lineaire scoreformulier, komt gleich ook nog, maar daar gaan we een beetje snel door, dat wordt vielleicht zu veel. Wenn een Friedenpferd horizontal is, wordt dat als goed bewertet. Zo 25 is normaal, en dan krijgt man 30, 35, 40. Wenn er horizontal is, is het sowieso 30, 35. Dat geht dan de günstige Seite auf. Wenig erwünscht ist abwärts gebaut natürlich und der höhere Kruppe, was wir gleich eben gesehen haben. Der Durchschnitt der Friedenpferde ist ein wenig abwärts gebaut. Steht das schon. Wenn wir nach das Pferd gucken, dann gucken wir immer nach der ungefähr Mitte von der Schulter vorne und der Mitte von der Kruppe. Und dann machen wir eine denkbildige Linie. Und das Pferd ist ein bisschen niedriger, aber das ist durchschnittlich eigentlich. Die weiße Linie ist die horizontale Linie und die grüne, ja, der ist ein bisschen niedrig. Hier ist es ganz deutlich zu sehen,
De Gruppe steht viel höher dan de Widerrest, wo? Dat ziet man ja. Der auch. Das ist dann schön, wenn da ein etwas da hinten ist, wo man die Augen, wo man das sehen kann. Oh? Da braucht man nicht die Wasserwaage mitzunehmen, jedes Mal. Ziel, aufwärts in der Bewegung. Deshalb ist es auch wichtig, dass ein Friesenpferd oder sowieso ein Pferd ein bisschen oder horizontal oder ein bisschen aufwärts gebaut ist, dann hat man schon ein bisschen vor, dass das Pferd einfacher hochkommt vorne. Wenn das Pferd ein bisschen oder ziemlich schlimm niedrig gebaut ist, dann hat er viel mehr, Arbeit, um hoch zu kommen. Schulter. Ideal, ja, das kann man natürlich am Pferd, ja, das kann man sehen, aber 45 bis 50 Grad, das ist das Schönste. Ich gucke immer nach der Widerrest, wo der Widerrest sitzt, da sollte eigentlich der Schulter nicht nach vorne gehen, dann hat er ein steile Schulter. Wenn er in der Mitte von der Widerrest oder noch ein bisschen niedriger ist, dann hat er ein schönes, schräges Schulter, das gucke ich immer nach. Lange, schräge Schulter. Links ist lang, könnte vielleicht noch ein bisschen schräger. Die andere ist deutlich steil. Und wenn ein Schulter steil ist, meistens ist das Pferd dann auch nach vorne gebaut. Der Hals steht da horizontal. Nicht immer, aber meistens. Der Widerrest ist gut entwickelt, hoch, lang durchlaufend in die Rücken. Ein fließender Übergang. Een korter, vlagger Widerrest. Ja, en zozeer ontwikkeld, geen vliegende Übergang. Da sieht man zit een kleine knik, wie bij een VPN'er, een warmbloed, zit een kleine knik voor de Widerrest. Wollen wir lieber auch nicht sehen. De Rücken. Rücken is ook. Manchmal ein bisschen Problem bei den Friesen, sind nicht immer stark, aber die meisten Friesen, die ein bisschen weich in die Rücken sind, können meistens besser bewegen. Stark sollte stark sein, gut bemuskelt. Länge ist in Proportion nach das Pferd mit Vorderhand und Hinterhand, fließender Übergang vom Widerrest. Zu den Ländern. Von der Widerrest über die Rücken, über die Länder nach der Gruppe, das sollte ein schöner Linie sein. Ja. Weicher oder gesunken Rücken, da sieht man, hinter der Widerrest fällt der Rücken weg. Dann geht er Richtung unten und dann geht er ein bisschen hoch nach den Ländern. Das ist ein bisschen weich. Ja, das ist ein Schenkrücken. Das sieht man, der Rücken ist ganz weg. Und das Pferd ist auch dreiteilig. Da hast du richtig ein Vorderhand, Mittenstück und Hintenhand, aber es ist keine Verbindung. Die Mitten ist, da ist keine Verbindung. Ein straffer Rücken. Ja, das ist auch nicht gut. Das ist. Wenn das zu stark ist, hinten bei die Rücken nach den Ländern, dann kommt die Bewegung nicht zurecht. Dann kann das Pferd nicht gut bewegen. Das ist zu straff, zu stark. Karperrücken sieht man ab und zu nochmal. Das ist, wenn der. Was macht er jetzt? Mal zurück. Oh. Karperrücken, da sieht man, ja, manchmal sieht man das noch. Das ist hier, dass da richtig ein Beule sitzt, genau vor die Lendenen. Da kommt die Rücken hoch. Nicht gut. Lenden, stark, breit, gut bemuskelt, fließender Übergang nach der Gruppe.
De Lenderen, wat ik eben gezegd had, is richtig de brücke tussen de kracht van de hinterhand over de rücken naar voren. Dat is wichtig dat die Lenderen breed en sterk en goed bemuskeld zijn. Straffe Lenderen, dat is meestal, dan kan het veert niet goed bewegen. Zu hoge Lenderen, ziet men ook manchmal nog. Meestens kunnen ze dan, is de schritt is kort en de trap komt niet getragen, komt niet onder de körper, dat blijft immer hinten, weil die Lenderen zu hoog en zu stark zijn, zu straf zijn. Aber gibt es auch Beispiele, dass das Pferd gut im Schritt ist und gut im Trab ist. Aber dann kriegt man einen Punkt weniger auf der Bau. Aber mit der Bewegung können wir da nichts von sagen. Wenn er gut bewegt, dann bewegt er gut. Wird nur einmal mitgenommen dann. Weiche Lenden, kein fließender Übergang. Sieht auch von dem Rücken und dann sitzt er ein bisschen ein Holle. Und er ist nicht breit hier. Heißt, ist heupig, sagen wir. Wie sagt man das? Cool. Ja. De kroepen. Kroepen zien we gerne lang, leicht abvallend. Dat is ook een Friesen, rastypische Friesenmerkmal, een leicht abvallende kroepen. En goed bemuskeld. Gerade kroepen. Ziet men ook manchmal gerade kroepen of een zeer abvallende kroepen. Das ist immer, das ist so manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, wenn man eine flache Gruppe hat oder eine ganz gerade Gruppe. Kann auch manchmal sein, dass das so aussieht, weil der Schwanz, der Schweif, ein Platz hoch sitzt. Der sitzt dann etwas höher. Dann sieht das aus wie eine ganz flache, gerade Gruppe. Aber das ist nicht immer. Aber das ist zu abfällend. Die Gruppe ist zu abfällend. Meistens haben sie dann keine Kraft. Es ist auch nicht gut bemuskelt. Da sieht man, es ist flach. Wohl? Die Muskulatur ist... Das ist ein Fohlen mit einer ganz kurzen, runden Gruppe. Das sieht man an den Linien auch. Die ist kurz und ja, das ist wie ein Ball. Rund, ganz rund. Nein, das bleibt meistens so. Ja. Das ist der Bau, ändert sich meistens nicht so. Wenn ein Fohlen ein steile Schulter hat, das wird nie eine schräge Schulter. Nee. Das ist ein Pferd mit einer schönen Oberlinie. Man sieht, das geht alles fließend von dem Hals, schöner Hals, über die Widerreste, über die Rücken, über die Lenden nach der Gruppe. Die Gruppe ist schön. Ein kleines bisschen abfallend, aber das ist rastypisch. Ein fließender Oberlinien von Genick zum Schweifansatz. Hosenmuskel, lang und gut entwickelt. Sieht man auch manchmal noch, dass der Hosenmuskel, dass der kurz ist und dass der schon da schon aufhört und dass da richtig ein Knick da drin sitzt, dann hat man meistens Probleme mit meistens mit der Trab, der kommt dann nicht runter. Der kann kein trägendes Hinterbein hat das Pferd dann. Weil der Hosenmuskel ist dann zu kurz. Die hat kein lange, die kann nicht lang werden, um das Hinterbein nach vorne wegzukriegen. Stellung und Gliedmaßen und Qualität. Stellung und Gliedmaßen. Fehlerhafte Gliedmaßenstellungen führen zu erhöhtem Risiko für Verschließ. Ja, das ist der Beine. Qualität sollte, das Vorderbein ist wichtig, aber das Hinterbein ist auch sehr wichtig. Manchmal, man will ein Pferd haben mit ein gutes Fundament.
hart auf die Beine. Der Schenkelscheide sollte sauber sein, sollte keine Flüssigkeit da drin sitzen, kein Synovia oder Chips da drin, was irritiert und dann kriegt man Feucht da drin. Schwammig, Überfüllung, was ich eben gesagt habe, und zu viel Flüssigkeit, das ist keine Qualität. Ein Pferd für den Dauerhaft, wenn man ein Pferd lang behalten will, wenn ein Pferd 6, 7, 28 Jahre ist, wollen wir noch gerne, dass die Beine stark sind und gut sind. Und wenn dann wenn es ein Pferd ist von 3, 4, 5 Jahren und ist schwammig überfüllt, das ist keine Qualität. Der wird auch nicht sehr alt. Unzureichende Qualität. Überfüllung, das sieht man hier. Da sieht man, was wir eben über geredet haben, heute Mittag. Sehr gerades Hinterbein. Ist kein Eck. Ist kein Eck im Sprunggelenk. Da sieht man meistens sehr weich. Weich in die Fesseln. Und schwammig. Innenseite und Außenseite. Wenn man so ein Bein sieht und ist an die Innenseite und an die Außenseite, das ist miteinander verbunden. Wenn der zu schwammig ist, kriegt ein 4 Noten auf Beine und er wird nicht zugelassen im Stammbuch. Ein 4 ist weg. Stellung van de Vorderbeine. Wenn man rondom läuft, man guckt erstmal de Rasse an, dann de Bau und dann läuft man um das Pferd herum, um die Beine, um die Stande und die Qualität von der Gelenke und alles gut anzugucken. Dann sieht man von vorne, dass das Pferd, die Vorderbeine sollten gerade stehen. Und es sollte ein Huf eigentlich dazwischen passen. Dann ist das ist gut. Von der Seite, das hat man schon gesehen, gerade, senkrecht nach unten. Und nicht, was man auch manchmal sieht, ein bisschen buckbeinig, was wir dann sagen. So, oder ein bisschen hohl. Wenn das Pferd hohl ist, ist keine Qualität für die Beine. Und das dauert nicht lange, dann hat das Pferd kriegt er Last mit. Unterständig, rückständig. Eigentlich ist jedes Friesenpferd ein bisschen rückständig. Jedes Friesenpferd steht ein bisschen von früher, von Natur aus, ein bisschen rückständig. Diese hat auch noch ein bisschen, was ich eben sage, ein bisschen holles Vorderbein. Beule. Das ist nicht gut. Ist keine Qualität. Sehnenweit. Sehnenweit, dann stehen sie mit der Hufen vorne nach außen gedreht. Man kann das auch manchmal sehen, wenn das Pferd ein bisschen älter ist, dann kriegen sie hier an der Innenseite Schiefels, nennen wir das. Schiefels, dann macht das Pferd eine Bewegung und der stoßt sich immer selbst an die Innenseite von das Pijpbeen. Aber von Nature aus ist ein Fries eigentlich immer ein bisschen zähneng. Nackenhande, steht Nackenhande zu. Da sieht man mehr dann zähnenweit. Steile Fesseln. Steile Fesseln, das heißt, da ist kein Knick in. Das ist zu steil. Das ist auch keine Qualität. Das hält auch nicht lange aus. Der bleibt nicht lange. Zu weich ist nicht gut, aber zu steil ist auch nicht gut. Das sind weiche Fesseln. Hinterbeinstand. Das ist ein normaler Stand von hinten. Ein Fries ist eigentlich immer ein bisschen kuhäckig hinten. Immer ein bisschen mit dem Sprunggelenk nach hinten zu. Aber sollte gerade sein. Das wollen wir gerne sehen. Und kein Sabelbeinig. Das sollte gerade sein. Das von der Heupbein, Hoofdbein nach Sprunggelenk, nach de Fessel, sollte ein gerade Linien sein. Meiste Friesen sind ein bisschen Sabelbeinig.
Das ist ein gerade Hinterbeinstand. Was wir eben auch gesehen haben, das ist kein langdauernde Gesundheit für das Pferd. Das dauert nicht lange. Der kriegt, meistens sind sie dann auch oder werden sie ganz weich in die Fesseln. Der ist das nicht, aber meistens wird das später, werden sie ganz weich in die Fesseln. Ein bisschen zabelbenig ist immer noch besser dan zu gerade. Zabelbenig. Der ist ein bisschen zabelbenig. Unterständig. Ja, das ist genau wie mit das Vorderbein. Aber da steht er hinten ein bisschen unter der Masse. Rückständig. Zie ik persoonlijk ook niet gerne. Ziet men ziemlich veel nog. Zum Beispiel ook bij Pferden, die nog niet trainiert zijn of sowas. Maar meestens hebben die Pferden, die zo staan, geen kracht in de Hinterhand. Dat fehlt. Meestens fehlt dan die kracht in de Hinterhand. Dat is wat ik even meinte, kuhhersig. Dat ziet man veel bij Fohlens, maar bij ältere Pferden niet zo veel, maar een beetje. Maar bij Fohlens staan meestens een beetje kuhhersig, maar dat is de Bewegung. Wichtig. Sehr wichtig. Dat is 60% waar dat hoor. Bewegung, Schritt, Trab und Galopp. Galopp wird auch immer wichtiger. Früher. Für Jahre her würde das nicht mitgenommen, aber wir wollen gern ein Sportpferd züchten. Und ein Sportpferd sollte auch einen guten Galopp haben. Deshalb wird das immer, auch immer wichtiger, dass der Galopp auch gut ist. Ein guter. Der Schritt erwünscht ist Regelmaß, sauberer Viertakt. Das Viertakt steht immer. Ja, das ist saubere Viertakt, Korrektheit. Regelmäßig ist sehr wichtig, dass das Pferd Takt hat. Dass jeder Schritt, dass das packt, dass das passt. Korrektheit, Raumgriff, übertreten. Eins, nicht mehr als zwei Hufen übertreten. Wo der Vorderhufe gestanden hat, sollte Hinterbein eigentlich ein oder zwei Hufen übertreten. Dann hat man einen schönen, raumen Schritt. Aber Zuraum ist auch nicht gut, weil das geht meistens, hat das Pferd dann keine Kraft mehr. Dann ist es Zuraum. Und dann geht den Kosten von der Kraft. Das war der Schrittabdruck, Feder und Kraft. Das soll gut durch den Körper Schritt machen, Körpergebrauch, Schulterfreiheit. Schön, dass das Vorderbein aus der Schulter, nicht nur die Ellenbogen, dass das so macht, aber richtig aus der Schulter. Das Vorderbein nach vorne setzt. Und Beugung im Sprunggelenk, dass er das Hinterbein aufhebt, nicht zu hoch. Da muss nicht überaktiv sein, aber dass das Hinterbein in das Sprunggelenk hochhebt und nach vorne setzt. Schritt, Hinterbein vertreibt das Vorderbein. Wenn das Vorderbein zu schnell weg ist, dann sagen wir, dann geht er wie im Tellgang, wie ein Kamel oder ein Giraffe. Der macht immer rechts vorne und rechts hinten und links vor und links hinten zugleich. Das wollen wir nicht sehen. Das Hinterbein sollte, wenn das Hinterbein da ist, sollte das Vorderbein weggehen. Krampfig, Hahnentritt. Sieht man ab und zu auch noch mal. Gibt es auch Pferde, die machen das an beiden Seiten. Das sagen wir, das sind überaktiv. Die ziehen hoch ab, links und rechts. Aber wenn man das sieht, auf einer Seite, das ist richtig Krampfigkeit oder Hahnentritt. Das ist etwas mit den Nerven, aber wir sind kein Veterinär. Wir wissen nicht, das dürfen wir auch nicht sagen. Aber wir konstatieren, dass das Pferd einen Hahnentritt hat und der kommt nicht durch. Der wird nicht im Stammbuch eingetragen. Trab. Erwünschte Trab. Regelmaß auch sauberen Zweitakt. Raumgriff.
ein kräftiges Hinterbein mit Balance und Gleichgewicht, Haltung und Front, dass das richtig ein stolzes Pferd durch die Bahn geht, Getragenheit, dass das Hinterbein richtig schön unter den Körper, der Schenkel, sagen wir dann, die sollte mindestens vertikal oder noch ein bisschen mehr unter den Körper kommen. Unterbringen des Hinterbein war das, ja, unterschenkel mindestens vertikal. Aufrichtung in de Vorderhand, bergauf. Trab, erwünscht. Beugung im Sprunggelenk. Ein langer Schwebemoment, das sieht man ja gut auf der Rechterbild. Das wird gemeint mit einem Schwebemoment, dass das Pferd von der Erde kommt. Elastizität, Geschmeidigkeit, dass das Pferd schön durch den Körper läuft und trabt, dass das ganze Körper, ganze Muskeln gebraucht und Schulterfreiheit hat, dass das Vorderbein richtig schön nach vorne, nicht steckt, was man sagt, gestochen, so, aber richtig aus der Schulter nach vorne. Aufwärtsbewegung, Unterschenkel vertikal. Das kommt gleich auch noch auf ein anderes Bild. Dann sieht man, der Schenkel steht vertikal. Schöner war das vielleicht, dass er noch ein bisschen mehr kam. Und dann sieht man auch hier Dreiecken. Die sind, das Schönste ist, dass die Dreiecken gleich sind. Das ist wichtig. Dann kann ein Richter eigentlich nur an ein einziges Bild schon sehen, dass das Pferd gut traben kann. Kannst du sehen. Das ist das Bild mit den Dreiecken. Die sind so ähnlich, wo? Gleich vorne, Mitte und hinten. Stoßende Trab. Das wollen wir nicht sehen, dass das Hintenbein der Sprunggelenk in die Schweif drückt, sieht man auch manchmal, dass das Vorderbein, dass der stoßend trabt, nach hinten trabt. Aber wir wollen ein tragender Trab sehen, dass das Vorderbein unter den Körper kommt. Und dann die Kraft macht nach vorne. Das, was ich eben meinte, ein Stechtrab, dass das nicht aus der Schulter kommt, maar dass er nur das macht. Das ist nicht Friesen. Friesen haben eine richtige Knieaktion. Die brauchen das Vorderbein und die biegen das und die bringen das dann nach vorne. Das ist ein Stechtrab. Wollen wir nicht sehen. Kommen meistens auch nicht hoch im Front, wenn sie so laufen. Die bleiben immer flach über den Grund oder vorne niedrig. In die Erde laufen sie, sagen wir dann. Die laufen in die Erde. Dat ziet man ook aan dat beeld. De rücken wegdrukken ziet man ook. Wenn een voorbrenger loopt met een pferd. En de kop van het pferd gaat hoog. En dan ziet man manchmal, dass der Schweif erop komt. En dan fangen die Leute an zu klatschen. Oh, die finden dat schön. Maar dat willen wir gar niet sehen. Weil dat pferd, wenn der kop hoog komt. En de Schweif auf der rücken hoog komt. Dann drückt die den Rücken nach unten und da kommt das Hinterbein kommt nicht mehr unter den Körper. Der macht dann nur nach hinten weg, aber kommt nicht mehr unter den Körper. Siehst du das, was ich meine? Das Hinterbein ist jetzt schon zu spät. Der kommt zu spät. Das Vorderbein ist schon da, der macht schon die Bewegung schon nach vorne, aber das Hinterbein ist noch nicht so weit. Trages Hinterbein, Bewegung abwärts auf der Vorderhand. Ja, das ist dann, wenn das Hinterbein zu spät kommt, dass das Pferd oder die Muskulatur nicht hat oder... Das ist keine gute Bewegungsform. Galopp
immer wichtiger. Wird, ich glaube, seit 2004 sind wir angefangen mit der Käfig, mit der Kooi, den Hengsten in die Kooi laufen zu lassen, weil sonst können wir die Galopp nicht bewerten. Dann lassen wir sie frei laufen und dann können wir richtig die Galopp sehen. Das wird immer wichtiger. Ein Dreitakt-Gangart. Drei Beine in der Luft und eine an der Erde. Schwebephase, ja. Galopp, was wir sehen möchten. Regelmaß und Takt natürlich, das ist bei Schritt, das ist bei Trab, ist auch bei Galopp. Regelmaß ist wichtig, sehr wichtig. Rhythmus, Korrektheit im Galopp, die Balance auch wieder. Das Tragen des Hinterbeins, dass das Hinterbein richtig wieder unter die Körper kommt, dass der gut landet. Aufwärts gesprungen, dass er vorne auch was hochkommt. Mit einem starken Hinterhand, die da immer da unterkommt. Und raumgreifend. Die Leute kenne ich alle, die da hinten stehen. Ist auch ein Beispiel von einem Galopp. Das ist, was wir nennen, ein Hasengalopp. Der landet eigentlich auf die Vorderbeine. Das ist natürlich nicht gut. Das ist kein Galopp, was wir sehen wollen. Ganz kurz, meistens ganz kurz, und der landet auf die Vorderbeine, nicht gut. Höhekruppe, abwärts. Ja. Prämien und Prädikate. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Macht auch nichts. Wir sind die letzte Gruppe, oder? Es ist schon fünf. Beurteilungskriterium Fohlen. Rastyp, Bau, Beine, Schritt und Trab. Es sind fünf. Wir werden auf fünf Punkte beurteilt. Bedeutung der Noten. Vier ist schlecht. Fünf ist unzureichend, sechs ist ausreichend, 6,5 ist durchschnittlich, 7 ist besser als der Durchschnitt, 8 ist gut, 9 ist excellent, 10 wird nie gegeben. Ein 3 eigentlich auch nicht. Wenn es schlecht ist, wenn es nicht gut ist für ein Prämien oder was, wird ein 4 gegeben. Ein 3 wird eigentlich nie gegeben. Erste Prämie, Orange Schleife. Das ist ab 50 und höher. Zweite Prämie kriegt man eine rote Schleife, das ist ab 46 bis 50. Keine 4 oder ein 5. Dritte Prämie ist eine weiße Schleife, das ist ab 40 bis 46, aber darf keine 4 oder zweimal ein 5 da drauf stehen, dann kriegt auch kein Prämien. Kein Prämien ist eine gelbe Schleife, ist total weniger als 40 Punkte. Oder einmal ein 4 oder zweimal ein 5. Das ist bei Fohlen. Beurteilungskriterien für erwachsene Pferde. Wir bewerten das Pferd auf Rassentyp, Bau, Beinwerk, Schritt und Trab. Sind auch wieder 5. Bedeutung der Kriterien ist mit denen der Fohlen identisch eigentlich. Durchschnitt der 5 Kriterien Bewegung. Bewegung zählt zweimal. Wenn man ein wenn man ein 7,5 hat, dann ist die halb ist für ein Punkt. Kann man ein Punkt für Ras, Bau oder Beinwerk, wenn man dann ein 6 hat, kann man die halbe, nach die 6 wird dann ein 7. Ja? So ein 7,5 oder höher ist ein erste Premium bei Erwachsenen, Stuten und Wallachen. Oranje Schleife. 7 bis 7,5 ist ein zweite Premium. Durchschnittlich. 6,5, 7 ist ein Stammbuch mit einem dritten Prämie, eine weiße Schleife. Vom 6 bis 6,5 ist Stammbuch ohne Prämie, wird nur eingetragen und Stammbuch aber ohne Prämie. Wenn man nicht an der 6 dazukommt, dann ist nicht ins Stammbuch aufgenommen. Maar für Ster soll man durchschnittlich für Bewegung mindestens ein 6,5 haben. Ein 4 oder zweimal ein 5 wird nicht im Stammbuch aufgenommen. Einmal ein 5 am Papier und viel gute Noten für Ras, Bau, aber für Beine ein 5 wird kein Ster, kann leider kein Nicht-Ster werden.
Hengsten werden niet primeerd, nur wenn ze 1 of 2 jaar zijn. Maar een hengst im Außenland wird er dan gemaakt. Maar een hengst wird ster of niet ster. Kein premie. Kein dritte, zweite of eerste premie. Niemals een premie. Steht ook daar. Speciale predikaten. Nou, dat is de kroon. Dat zijn de beste eerste premie. Sterfstoten. Die moesten dan eigenlijk een ABFP-test of een IBOP met doorsnittelijk IBOP 77 ABFP ook 77 punten hebben. Doorsnit, schrit en trap. Galop. Jede dag gang had minstens een 6. Model, dat zijn die beste stoten 7 jaar of älter. Goede ergebnis in test, ze heur en die moesten... Sollten ein Fohlen an die Beine gehabt haben. Sport, gute Resultate im regulären Sport. Sport, das ist im Ausland ist das meistens anders dann in Holland. Das wird wieder ein bisschen anders bewertet. Aber wenn man ein Pferd hat, ein dritte Prämie und die Sport, hat man schon eine gute Stute. Prestatie, das ist, wenn ein Stute mit der Reihe nachkommt, ein Sportpredikat hat oder ein IBOP mit über 75 Punkten, dann kriegt der Stute das Prädikat Prestatie dazu. Prädikate sind sehr wichtig für das Papier, für die Zucht auch. Das meint, dass du, wenn du ein Pferd hast, das Sport ist, Sport, dann ist das Pferd sportlich gebaut, der kann gut im Dressur. Und wenn du auch noch Prestatie dazu hast, dann hast du ein Pferd, was mit dem Nachwuchs ook goede sport verder brengt. Preferent, dat ziet man, dat is een stoete der volgens die nachtwoeks had, waar minstens 4 ster nachtkomen zijn. Dan krijgt der stoete dat predicaat preferent. Wenn man 8 had bij einem stoete, is dat doppelt preferent. Linea score, dat is ziemlich, das ist nicht so einfach. Index Hengste, Information für den Besitzer. Naja, das ist eigentlich ein bisschen zu. Das ist, was ich meinte, eher 25, das ist durchschnittlich. Das ist Durchschnitt, das ist immer 6,5, sag. Wenn man ein Pferd hat mit einem schönen Kopf, edlen Kopf, hohes Neusbein, schöne große Augen, dann geht man nach 30, 35, vielleicht 40. Kopf-Halsverbindung haben wir auch gesehen, Bilder im Anfang, wenn es ein Pferd hat mit einer schweren Kopf-Halsverbindung, der ist schwer, hat fast keinen Nacken, dann geht man nach 15, 20, 15 oder vielleicht 10. Und ja, so geht man das Ganze in 27 Punkte, was alles genotet wird. Und dann kriegt man, da unten ist der Unterbalg, sagen wir, dann kriegt man ein Total Not für Rassen. Dann sieht man da oben die obere schwarze Linien, das gehört bei Rassentyp. Wenn man der Kreuz bei 25 oder 30, 35 hat auf der Seite, dann muss man höher dann ein 6,5 geben. Weil 6,5 ist durchschnittlich. So, dann muss man nach ein 7, 7,5 vielleicht. Wenn zum Beispiel für den Bau de schulterlage of de rückenvorm of de krop of de kroplage, wenn das een korte kroek had, abfallend, weinig smalle lenden en had, rompverrichting wat abwaarts, en dan geht man met die kruidje naar links, dan kan dat geen 6,5 zijn. Dan moest dan 6 of 5,5, vielleicht 5. Dan kan man zien aan die kruidje, wie weiter man dan naar links geht, wie weniger das die noten werden. En zo gaat dat met beinwerk en met schrit zijn het nu 2. De schritlengte en de schritausdruk, zwag of krachtig. En de schritlengte is die lang of een beetje kort. Trap is eigenlijk hetzelfde. Dat is eigenlijk wat dat lineair scoreformulier wordt nog immer gebruikt. Maar we hebben dan niet meer, die waren grauw gemaakt. Want dat is ideaal.
Das geht nach Ideal. Wollen wir nicht mehr, weil wir, da sind wir ein bisschen in der Verleitung, um nach das Graue zu gehen. Jetzt sagen wir nein, alles weiß, alles blank und einfach bewerten, was man sieht. Und nicht denken, ja? Ja, und dann nicht denken, oh, vielleicht muss ich doch ein bisschen nach das Ideal, der hat einen schönen Kopf, aber ich muss eigentlich ein bisschen nach das Edel, das ist das Graue. Nein, wir wollen das nicht mehr, wir haben gesagt, alles ist weiß und wir bewerten das Pferd, was wir sehen, ohne die grauen Beispiele. Weil der Galopp, wenn wir Stuten, im Zuchtschau ist das nicht möglich eigentlich, um den Galopp zu bewerten. Das dauert viel zu lang, wenn wir dann 45 oder 60 Stuten bewerten mussten. Und die mussten allen die Galopp sehen lassen. Das geht nicht. Und die Galopp kann nur eigentlich in Freiheit. Okay. Nicht an der Seile. Ja. Ich kann so schnell nicht laufen. Das, wenn das Pferd galoppiert. Ja, na, das, wir sagen, wird wichtiger, vielleicht sollte sich das auch noch ein bisschen ändern, dass wir das auch mit den Stuten mitnehmen, aber jetzt ist das schon so, all Jahren, dass wir das für die Hengsten richtig mitnehmen, weil die Hengsten vererben das. Hengsten kriegen die kann 180 bis 200 Fohlens im Jahr produzieren, jedes Jahr wieder. So ein Hengst ist richtig, wichtig für die Zucht. Und, was ich eben sagte, für einen Stute ist das ganz schwierig, um die allen galoppieren zu lassen. So, 5 Richter oder 7 Richter, jeder hat sein Formulier. Ja, im Ausland meistens 2 oder 3. Okay, ja. Gut. Und wie genau sind denn, werden die dann übereinander gelegt, die Formulare, und gesagt, okay, das passt, jeder gleich? Und da gibt es da, wenn jetzt einer ganz gut bewertet, einer ganz schlecht bewertet, Mittelmaß genommen, oder wie läuft das? Wir sind dann zum Beispiel mit 3 Mann. Jetzt bei der Körung. Ja, oh, hier bei der Körung sind auch 3. Ja. Die machen alle 3 selbst Anzeichnungen in das Buch, ja. Und dann wird diskutiert. Da wird diskutiert. Und der eine sagt, ich finde die Hengst für Rassentyp ein 7. Ja, sagt er, ein 7 hat ein bisschen kleine Augen oder die Ohren sind ein bisschen groß, finde ein 7 ein bisschen zu viel. 6,5, da wird darüber geredet, schnell, ganz kurz, nicht zu lange. Aber meistens, wir sind jetzt nur mit, ich glaube, 23 Richter. Wir richten alle Friesenpferde überall, über die ganze Welt, nur mit 23 Personen. Wir haben jedes Jahr Evaluation und Uniformierung, sagen wir. Dann werden wir alle wieder mit der Nase die gleiche Richtung aufgestellt. Und das ist das Vorteil, dass wir mit wenig sind, dann hast du auch keine Diskussion. Vielleicht ein halber Punkt manchmal. Soms über einen Punkt, aber das passiert nicht viel. Meistens ist ein halber Punkt. Und meistens dann sagen sie gegen mir, okay, du hast recht, Willem. Wir machen ein 7 für Rassentyp oder Bau. Und manchmal, wenn die anderen 2 sagen, nein, Willem, eigentlich bist du ein bisschen zu positiv. Eigentlich muss das ein halber nach oder ein halber nach oben, kann auch. Und dann sage ich, okay, machen wir 7,5. Kommen. Ja. Ja. Warum sind die einfach nicht bekannt, wer der Besitzer ist? Warum weiß man, warum wissen die Richter, wem die gehören? Ja, das steht immer in das Buch. Da steht der Vater, der Muttervater, der Mutter, alles steht drin. Aber wir richten keinen Besitzer. Wir richten auch keinen Züchter. Wir richten das Pferd. Das ist mir ganz egal, von wer das Pferd gehört, macht mir nichts. Meistens weiß ich das ja gar nicht. Ich richte das Pferd und nicht der Eigentümer oder der Züchter. Das ist mir egal. Ich hab einmal einen Fohlen bewertet, der war hier im Vorstand bei uns.
Der hatte kein Premium gekriegt. Der hatte zweimal einen Hasenhaken. Bei das Hinterbein, Hasenhaken. Habe ich gesagt, leider kann er kein Premium bekommen. Er hat Hasenhaken, zweimal. Ja, schade. Er war im Vorstand von uns unter das KFPS. Kein Problem. Wenn ich das nicht mehr mache, muss ich sofort aufhören. Wenn ich Besitzer auch bewerten gehen oder Eigentümer oder Züchter, höre ich sofort auf. Das ist nicht gut. Muss man nicht machen. Sonst noch eine Frage? Ja, natürlich. Ist es den Züchtern denn schwer gefallen auf dieses sportliche Ideal? Ich sag mal, das Friesenpferd spielt ja für diese Region eine große Rolle auch, ne? Ich sag mal, an Stolz und dass man irgendwie was Einzigartiges in der Welt hat und jetzt verändert man so dieses, ich sag mal, alte, stämmige Ideal und ja, geht mehr auf das Sportpferd. Ist das den Züchtern schwer gefallen oder? Eigentlich nicht. Wir als Richter machen auch die Wahl für die Hengsten. Wir gucken den Hengst, wer sportlich gebaut ist. Das sind natürlich mehrere Dinge. Das ist nicht nur sportlich gebaut, aber auch die Verwandtschaft, die Einzucht, alles wird mitgenommen. Und wir selektieren auch die besten Hengsten. Wir denken, dass das die besten Hengsten sind für den Nachwuchs, um etwas höher zu kommen auf die Trappe, um noch ein besseres Sportpferd zu kriegen. Und der Züchter, der macht mit uns mit, weil der Markt fragt, sie wollen ein Pferd für ihre Tochter haben. Na ja, nein, auch vielleicht, aber sie wollen ein Pferd für ihre Tochter haben, was sportlich ist. Wo die Tochter schön Wettkampf mit reiten kann oder so. Da muss man ein Pferd haben. Aber ich sage immer, du kannst ein Pferd, ein Friesenpferd, was früher in den 60er Jahren ein Landbaupferd war, nicht in 20 Jahren ändern nach ein ganz luxus Sportpferd. Das geht nicht so einfach. Das geht nicht in 20 Jahren. Da hat man immer zurückfallen. Aber de laatste jaren gaat dat immer besser. We hebben ook de Wasserkopf, wie nennt man dat, en de Zwerg, hebben we ook im Griff. We weten wo dat jetzt is. En jetzt sind ze in Amerika, in de United States, sind ze angefangen bij de Fenway Foundation. Der macht Untersuch nach der Kehl, nach der Aorta-Ruptur und verstopfte Kehlen. Aber das ist nicht so einfach. Das sitzt auf ein ganz großes Stück von der Genomen, von der Vererbung, sag mal, von DNA. Das ist nicht so einfach. Ich wollte mal fragen, weil Sie sagten, der Markt und die Nachfrage spielen ja auch eine Rolle. Weil nur dieses Thema Umstellen von dem barocken Typ auf ja, den Sportpferd. Also ich persönlich habe zumindest viel wahrgenommen, gerade bei uns in Deutschland, dass es da viel Diskussionen gab, weil halt, klar, es gibt viele, die im Sport wollen, aber es gibt natürlich auch viele, ich sag mal, Freizeitreiter, die eben nicht in den Sport wollen und die eigentlich da auch teilweise immer noch mehr auf den barocken Typ Wert legen und deswegen eben nicht mehr gezielt im KFPS oder in Holland nach Pferden schauen, sondern dann gucken, kriegen sie da irgendwo barocke Typen her. Also, wie wird das denn beim KFPS gesehen? Weil ich finde es schade, muss ich sagen, weil es wird viel Aufwand betrieben, dass man gute, gesunde Pferde züchtet. Warum es da nicht zum Beispiel, wir hatten es ne, in der Hundezucht, wollen Sie einen sportlichen Typ oder ja, wollen Sie einen, ich sage jetzt mal, Freizeit-Typ? Die Showlinie und die Arbeitslinie. Ja, ich verstehe das, aber ich verstehe das, glaube ich, was Sie von das ist. Aber das ist sehr schwierig, um zwei unterschiedliche Pferde zu fangen. Wir sind ein geschlossenes Stammbuch. Wir dürfen kein anderes Blut einbringen. Ist nicht genehm, dürfen wir nicht. So, wie ist das praktisch eigentlich nicht möglich, um ein barockes Typ zu züchten und dabei ein sportliches Typ? Das kann man nicht auseinanderholen. Das ist eigentlich im Zucht ist das sehr schwierig. Wir waren ja beim barocken Typ. Die Frage ist, ob man dann zwei Linien in dem, also verfolgt. Wir hatten es heute Morgen bei einer anderen Vorlesung auch mal davon, worauf wird mehr geachtet, Thema mit den Verwandtschaften und Inzuchtfaktor und dass manchmal Hengste
in der Besichtigung jetzt durchgekommen sind, wo viele sagten, naja, also den hätte ich jetzt nach den klassischen Kriterien Sportpferd rausgeschoben. Ja. Und es hieß, naja, die Richter müssen auch auf bestimmte Faktoren achten und nehmen dann auch manchmal Pferde mit. Ja, da ist auch zu wenig Frage nach Barock, der barocke Typen. Das ist zu wenig Frage. Da kann man keinen Hengst dafür züchten. Da ist zu wenig. Da gibt es sogar in Deutschland, die Schweiz und Österreich, sind ziemlich viele Leute, die lieben das barocke Pferd. Aber um dafür den ganzen Markt zu beeinflussen, das ist praktisch unmöglich. Nee. Also kann man das denn immer dann sicherstellen, dass die Pferde, wenn man jetzt mal einen neuen sucht, die diesen enormen Vorwärts-Go haben, dass die alle charakterlich auch noch so klar in der Birne sind? Also wenn man mal wirklich ein neues sucht, was macht man dann? Also ja. Mittelbarock ja immer noch schön. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Thema, was wir ein bisschen miteinander reden in der Inspektion auch und auch als Richter. Das Charakter ändert sich ein bisschen von der Friesen und das wollen wir nicht. Aber wir denken, das sind richtig gute Pferde angekürt, das sind Hengste, da weisen wir von, das sind ein bisschen typisch im Kopf. Aber dann denken wir, der Züchter, der richtig gute Züchter, die sagt, oh, die Hengst gebrauche ich nicht, weil der ist zu heiß im Kopf, zu. Aber da gibt es auch Züchter, die sagen, oh, ich hab einen Stuter, der ist so faul, da sitzt kein Krieg in, ich gebrauche einen Hengst, der ein bisschen Spirit hat und der sagt auf das Moment, ich gebrauche dann den Hengst. Das ist, da muss man immer so ein bisschen, das ist wie ein Wagen, das muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber das ist schon ein Item, dass das Charakter von das Friesenpferd sollte nie verlieren, weil das Friesenpferd ist immer noch ein Pferd für jeden. Das muss jeder gebrauchen können. Von einem Kind von 6, 7 Jahren bis ein alter Mann und ein Mann und Frau von 80 Jahren, zum Beispiel. Das ist das Friesenpferd. Und ob das nou barock ist oder ganz sportlich, macht nichts. Das Charakter sollte immer gut bleiben. Ja, ich glaube, wir sind schon ein bisschen am Ende. Wir sind schon in einer Stunde. Macht nichts, das macht mir immer. Ich finde das schön. Ja, Hengstenindex, da war mein Kollege, hat ein Seminar gehalten, glaube ich, über Hengsten. Ja, das ist dann ein lineair Scoreformulier für die Zucht. Ja, das war's. Das war Ende. Ich bedanke mich. Wenn noch Fragen sind, heute oder morgen, macht nichts, komm zu einem Richter oder frag einfach. Da sind wir auch dafür. Da sind wir auch hier vor. Auch nicht für deutsche Leute, für alle Leute. Wenn es Fragen gibt, kommt. Das ist ganz einfach. Okay, danke. Applaus